So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei mir in der Technik-Ecke. Heute gibt es mal wieder was auf die Ohren und zwar von Tribit. Den Max Sound Plus haue ich euch heute um die Ohren. Das ist ein tragbarer, kabelloser Lautsprecher, ein Bluetooth-Lautsprecher, um genau zu sein. Also die Hauptfunktion ist Bluetooth, der kann natürlich auch noch die üblichen anderen Funktionen wie Musik von Micro-SD-Karte, USB-Stick, glaube ich sogar, und einem AUX-Anschluss wiedergeben. Von Tribit hatte ich euch vor etwas längerer Zeit schon mal den, wie hieß er überhaupt, irgendwas mit Boom X-Sound oder X-Bass oder sowas vorgestellt. Der hatte einen zuschaltbaren X-Bass, ganz genau das könnt ihr hier nochmal anhand dieser Taste sehen. War wirklich sehr beeindruckend und mit ja auffällig wummernden Membranen hier. Ein bisschen diesem bekannten Modell von JBL zum Beispiel nachempfunden, welches ja eigentlich ja von jedem zweiten Hersteller heutzutage imitiert wird. War aber wirklich sehr beeindruckend, der Sound, musste man sagen. Und ja, deswegen möchte ich den heute mal ein Stück weit hier mit dem etwas neueren Max Sound Plus vergleichen, der uns folgende Features bietet. Der ist genau wie auch der X-Bass oder wie auch immer ihr hier hinten heißt, ist der wasserdicht. Heißt also Spritzwasser geschützt, nicht tauchsicher. Was soll man aber mit einem Lautsprecher auch tauchen gehen, da hört man eh nichts mehr. Außerdem können wir darüber natürlich telefonieren, Freisprecheinrichtungen. Es gibt auch hier wieder den X-Bass. Eine langlebige Batterie und natürlich Superior Sound. Das wollen wir hoffen. Das war wirklich bei dem anderen Gerät von Tribit der Fall. Die scheinen wirklich sehr hochwertige Lautsprecher hier zu bauen. Auf der Rückseite, bevor ich das öffne, habt ihr noch ein paar technische Daten. Zum Beispiel haben wir 2x12 Watt Power hier in den Boxen und einen 2200 mAh starken Akku, welcher in schätzungsweise 4 Stunden mit einem durchschnittlichen USB-Ladegerät aufgeladen werden kann. 595 Gramm, das merkt man auch, das Ding geht auf jeden Fall direkt in die Arme. Welcome to be Tribit Super User. Ja, wir sind jetzt offensichtlich Super User. Da gehören wir schon mal zur Elite auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, baut Tribit offensichtlich keine 0815 Billiglautsprecher, wie man sie ja zu Genüge für ja, im Bereich von 20 Euro ungefähr nachgeworfen bekommt. Was haben wir hier unten noch für ein Kartenmaterial drin? Wir können ein Review verfassen, ja, mache ich ja im Endeffekt gerade schon. Wir haben hier einen ja, kleinen Bedienungsguide auf verschiedenen Sprachen. Die deutsche Version fängt ab Seite 13 an. Tragbarer kabelloser Lautsprecher, Benutzerhandbuch. Ja, ein kleines Buch ist es auf jeden Fall. Was ist in der Box? Ein Micro-USB-Kabel, ein Schlüsselband und ein Audiokabel und natürlich der Lautsprecher. Die Spezifikation nochmal, hatte ich euch gerade schon auf der Rückseite der Packung gezeigt. Die Bestandteile, da sehen wir auch schon, dass wir wieder eine X-Bass-Taste haben, wie auch schon bei dem stehenden Röhrenlautsprecher da hinten. Ja, wir haben natürlich einen AUX-Eingang, woran wir direkt einen Klinkenanschluss anschließen können. Was wir nicht haben, ist ein USB-A-Stecker, ein ganz klassischer. Das sagte ich vorhin fälschlicherweise, das haben die Geräte von Tribit in der Regel nicht. Hier haben wir noch die Funktionen der Tasten und ja, die Bedeutung der LEDs. Dann geht es weiter mit Guide Utilisateur. Ach, ich konnte Französisch noch nie. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal hier das Hauptgerät an. In einer unspektakulären Schutzfolie hier verpackt. Und was da rauskommt, wirkt aber sofort auf den ersten Griff direkt wieder sehr hochwertig, muss man sagen. Allein schon dadurch, dass es sehr schwer ist, das ist, würde ich jetzt mal so spontan sagen, sogar noch ein bisschen schwerer als der andere Lautsprecher hier von Tribit. Wieder sehr schön verarbeitet, was mir hier sehr gut gefällt, dass hier keinerlei Gummierung verwendet wurde, wie das bei dem anderen Lautsprecher hier oben der Fall war. Sowas gefällt mir immer nicht so gut, da es zum Verschmutzen und auch vor allen Dingen zum Abnutzen neigt. Das Gehäuse hier aus hartem Kunststoff, ebenso die Tasten hier oben. Da haben wir natürlich die Power-Taste, die Bluetooth-Taste. Damit können wir den Modus ändern, wahrscheinlich zwischen Bluetooth und dem AUX-Anschluss da hinten. Play-Pause, Lautstärke runter, hoch und den X-Bass, ganz, ganz wichtig. Von vorne bekommen wir einen ganz leichten Einblick hier durch die Lautsprechergitter. Und was wir dahinter sehen, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Und absolut nicht nach einem ja, der 20-Euro-Klasse Bluetooth-Lautsprecher. Unten nochmal Modellnummer und Eingangsspannung. Die kommt nämlich hier hinten rein in den Max Sound Plus. Auch nach hinten nochmal eine Öffnung hier. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, war der versteckte AUX-Anschluss und natürlich der Micro-USB-Anschluss zum Laden des guten Stücks. Wie gesagt, kann in gut 4 Stunden aufgeladen werden, der 2200 mAh starke Akku. Und hier haben wir noch ein Trageband dran, eine Trageschlaufe, unspektakulär, aber sehr effizient. Das Ding sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, deswegen drücke ich mal ganz einfach die Power-Taste. Und ja, den Ton kennen wir, glaube ich, alle. Der wurde im vorherigen Lautsprecher auch schon verwendet und ich glaube auch in so fast ziemlich jedem anderen Bluetooth-Lautsprecher auch.
Verbindung wird jetzt hergestellt. Ich kann jetzt hier mit der Bluetooth-Taste auf den AUX-Eingang wechseln. Beziehungsweise nein, jetzt wird die Verbindung nochmal neu hergestellt. Das werden wir jetzt mal eben tun. Den X-Bus können wir hier ein- und ausschalten. Das wird durch eine kleine weiße LED noch signalisiert. So, ich habe jetzt hier Blauzahn mal an meinem Telefon eingeschaltet, Bluetooth. Und ja, wir sehen, der Tribit Max Sound Plus wurde direkt gefunden und erfolgreich verbunden. Signalgeräusche haben wir auch schon gehört. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Soundtest, auch wenn sowas natürlich in einem YouTube-Video immer schwer zu vermitteln ist. Da müsst ihr ganz einfach wie immer auf mein Ohr vertrauen und auf meine Berichterstattung. Ich halte jetzt auf jeden Fall mal meine Klappe und mache eine kleine Hörprobe. Los geht's! Fast vergessen, da wirklich sehr unauffällig hier untergebracht, habe ich das ganze Kabel gedöns, nämlich das USB und das AUX-Kabel im Klinkenstecker. Schauen wir mal eben, was Tribit hier mitgibt. Ja, erwartungsgemäß Standardlänge 1,5 Meter, einmal ein USB auf Micro-USB-Kabel zum Aufladen oder zum Netzbetrieb und hier für die Audioübertragung von einem Smartphone auch zum Beispiel oder jedem anderen Audiogerät eigentlich ein 3,5 mm Klinkenstecker. Ich habe den Max Sound Plus jetzt hier mal ein paar Tage benutzt und vor allem auch mit den durchaus beeindruckenden X-Boom, hieß er übrigens, verglichen. Vom Sound her tut sich da ehrlich gesagt nicht ganz so viel, wenn man sich in Richtung der Lautsprecher sozusagen aufhält. Der X-Boom, also diese Tonne hier, hat einen geringfügig stärkeren Bass, würde ich sagen. Oder sollte ich X-Bass sagen? Das kann aber auch daran liegen, dass die Tonne hier den Bass eben durch ihre Bauform direkt in Tischoberflächen und so weiter reinhämmern kann, was sich dann gegebenenfalls subjektiv stärker anfühlt. Die Alltagstauglichkeit ist auf jeden Fall bewiesen, wasserdicht ist er, die Verarbeitung ist solide und ohne gummierte Teile, die ich wie gesagt gar nicht mag. Ladestatus wird natürlich mit Bluetooth 4 im Handy-Display angezeigt. Man kann ihn an der Trageschlaufe mit sich schleppen und ja, auch die Kernaufgabe erledigt er wie gesagt sehr gut. Auf jeden Fall seiner Preisklasse angemessen, auch wenn ich jetzt sicherlich keine audiophilen Enthusiastenohren habe, denke ich, kann ich das doch ganz gut beurteilen. Es ist auf jeden Fall ein im wahrsten Sinne des Wortes satter Unterschied zu den sehr günstigen Lautsprechern und das Ding macht uns hier großen Spaß. Ja, und bevor den Nachbarn der Spaß vergeht und die mir hier noch auf die Pelle rücken, schließe ich das Review jetzt gleich. Das Ding ist nämlich wirklich laut und zwar ohne, dass irgendetwas übersteuert oder kratzt. Sowohl Höhen als auch Tiefen bleiben stabil. Außerdem rauscht oder fiept auch bei minimalen Lautstärken nichts. Da hatte ich auch schon so einige Kandidaten, die man zum Beispiel für ein leises Hörbuch zum Einschlafen am Bett leider deswegen vergessen konnte. Ich schließe das jetzt hier damit ab und danke euch für eure Zeit, die ihr euch bis hierhin genommen habt. Wenn ihr durchgehalten habt, würde mich wie immer über positive Bewertungen, Kanalabos und weitere Interaktionen freuen. Das motiviert mich weiterzumachen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt trotzdem alles Gute. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.